Herzlich willkommen auf Michaels Welt. Ja, mal wieder was von Bluebricks, mal wieder ein formschöner brauner Karton. Diesmal Umbauwagen, zweite Klasse und Gepäckabteil in 8 Noppen Breite, die Nummer 104612, 505 Teile für 29,95. Und wie immer, wenn es diesen formschönen Karton gibt, es gibt keine Anleitung, einmal dort registrieren. Ab dann kann man alle Anleitungen kostenlos runterladen. Kann man auch, wenn man nichts kauft. Aber registrieren. Ja, packen wir das Ganze mal aus und dann fangen wir an. Und gleich das erste Fazit. Ich habe das auf meine Teller verteilt. Ja, sind aus Kunststoff, habt ihr recht. Da ich sie aber gefühlt schon seit ein paar Jahren immer wieder verwende, scheint das doch ökologisch irgendwo noch in Ordnung zu gehen. Das ist aber nicht das, was ich meine. Also, wir haben winzig kleine Teile. Wir haben riesengroße Teile. Deswegen, ich bestimme keinen Teilepreis und auswiegen tue ich das schon gar nicht. Wir haben keine Aufkleber, wir haben aber auch keine Prints. Aber wir haben da oben eine Beschriftung. Diese dunkelbraunen Teile, die kann man manchmal schlecht unterscheiden mit den braunen Teilen und so. Und hier ist im ersten Bauschritt schon gleich geschrieben, was DB, also dunkelbraun ist. Und das gefällt mir. Dann fangen wir mal an. Bauschritt 7. Von den grünen Ecken, denn da soll ich 4 Stück verbauen. Und auf der Zeichnung habe ich auch Platz für 2 Stück da und da. Wenn ich jetzt alle und 2 weiß ich nicht wohin damit. Aber wenn ich auf Bauschritt 8 gehe, sehe ich, dass ich von den 4 Nupseln da unten welche reinbauen soll. Und das kann natürlich logischerweise nur funktionieren, wenn die an der Stelle hingesetzt werden, die Ecken. Also, da hat man den Ausschnitt aber ein bisschen sparsam gewählt. So, 49 Bauschritte habe ich bis jetzt gemacht. Dass man beim Preis von 30 Euro ein, zwei Abstriche machen muss, okay. Wir haben ein paar Kratzer drauf. Wir haben bei den Fenstern Kratzern ein richtig übel verkratztes Fenster. Ja, sonst geht das eigentlich. Wir haben, Vorführeffekt. Dicke Finger und Türen, das ist so eine Sache. Wir haben an jeder Seite 1, 2, 3 Türen, die zu öffnen sind. Das geht. Mit einer Hand kriege ich es nicht hin. Doch. Also, das Mittelteil kann man abnehmen. Dann hätte man innen drinne, schwer zu sehen, 4 Sitzplätze da für Minifiguren, würden vom Maßstab passen. Minifiguren, Bluebricks, genau, gibt es nicht. Das ist also der Kasten. Ich mag keine Aufkleber, aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle so ein Bezeichnungsaufkleber dran würde diesem Modell gut tun. Auch wenn ich keine mag, aber das wäre es. Hier diese Abziehaufbilder, diese ganz dünnen Dinger. Das wäre vielleicht nochmal eine Maßnahme. Kann man ja irgendwie als extra machen. Beilegen oder kaufen oder was. Entweder man nimmt es oder man lässt es bleiben. Das wäre vielleicht noch eine Verbesserung davon. Denn so sieht der doch einfach nur ein bisschen sehr schlicht und grün aus. Ja, und jetzt geht das weiter. Unten rum zu bauen und ich glaube, gleich kommen mal die Räder dran. Und da bin ich besonders gespannt, wie sie das gelöst haben in der Mitte, weil das ja ein dreiachsiger Wagen wird, ob der überhaupt auf ganz kleinen Radien fahren kann. Ist bei mir egal, ich habe einen R72 Radius. Bauschritt 68 bis 71 sind so ein bisschen durcheinander gekommen. Aber das ist eigentlich ganz einfach, du klatscht da so zwei Zweier drauf und das da oben drauf, dass es letzten Endes so aussieht. Und da sind sie ein bisschen mit der Reihenfolge durcheinander gekommen. Ist nicht weiter wild. Bauschritt 73. Und das ist der Grund, warum ich niemals ein Mocker werden kann. Dieses ist für mich fast symmetrisch aufgebaut. Und hier hat man die Möglichkeit geschaffen, dass ich das Ganze bewegen kann. Das heißt, das ist ein asymmetrisch aufgeteiltes unteres Fahrgestell. So kreativ bin ich nicht. Auf diese Idee der Lösung wäre ich niemals gekommen. Deswegen ist es besser, dass es einige gibt, die Bausätze bauen und andere, die mocken. So, weil er gerade auf dem Dach liegt,
So sieht er von unten aus. Und ja, der ist sehr beweglich. Ich probiere das gleich mal aus mit dem engen Radius. Und dann setze ich ihn nochmal auf den richtigen Radius. By the way, das bisschen ist übrig geblieben. Keinerlei Fehlteile, Klemmkraft, gut bis sehr gut. So sieht das aus, auf dem kleinsten Radius. Aber dafür kann der unmöglich gebaut sein. Weil wenn ich den einfach nur ziehe, schwupps, schon passiert, neigt er dazu zu entgleisen. Also nicht auf kleine Radien draufpacken. Ich versuche es mal eben auf meinen großen. Also auf dem 72er Radius fühlt er sich wohl. Aber was ist da denn passiert? Gehört das wirklich maßstabsmäßig so zusammen? Der ist gedacht für 8 Noppen, der ist 8 Noppen breit gebaut. Der Schienenbus ist auch 8 Noppen breit. Ich weiß nicht, ist das derselbe Maßstab? Ich würde sagen, glaube ich nicht. Beim Bahnhof sieht das aber wiederum einigermaßen brauchbar aus. Da wird nichts von. Ich versuche das gerade mit dem Schienenbus, hier mit diesem Schienenreparaturfahrzeug anzuschieben. Vielleicht mal mit einem sanften Ruck. Ja, mit einem sanften Ruck wird da was von. Aber wie gesagt, bei dem Schienenreparaturding, da ist ja auch nur eine Achse angetrieben. Der ist also nicht dafür gedacht, um große Lokomotiven oder irgendwas zu ziehen. Aber es funktioniert, ist doch hübsch.